Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Ja, und wir sind immer noch in der Wohnung der Schwester. Beim letzten Mal ist das Spiel hier abgestürzt. Wir haben den Text letzte Folge gelesen, deswegen lese ich ihn jetzt nicht. Warte mal, nein. Ich schlafe sogar länger, weil dann ist nämlich wieder morgen. Genau. Und wir wissen ja, am Tag ist immer alles besser. Was? Killio hat euren Einbruch in der... Welcher Einbruch? Ja, es gab keinen Einbruch. Interagieren Bild? Das ist ein Bild. Das scheint Sila wohl wichtig gewesen zu sein. Könnte das Seeheim sein, ihr Heimatdorf? Da ist eine Kappenstaubflasche. Noch mehr Geld. Okay. Das heißt, wenn man zu lange irgendwo bleibt, dann wird man wohl gemeldet beim Schlafen. Interessant. Aber was hat Kilo damit zu tun? Das ist ja... Hat ja quasi gar nichts mit ihm zu, mit der zu tun. Interessant. Kann ich die eigentlich auch beklauen? Ah, die haben nix. Ja. So, was muss ich denn jetzt machen? In Serb nach Hinweisen über Milbert suchen. Ach so, weil ich das Haus gefunden habe, deswegen. Aber ob das so viel bringt, weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ich glaube nämlich irgendwie eher nicht, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Nicht die. Oh, die haben Schlüssel. So, schnell speichern. Mal gucken. Habe ich einen Schlüssel mehr, ne? Ist immer gut, die zu haben. Ah, hier muss wieder das Wasserwerk. Ah, okay. Ist ja nicht so schlimm. Beim letzten Mal hat mir das viel gebracht. Ich denke mal, jetzt sind aber eh alle weg, oder? Und auch die ganzen Diebesgüter können ja jetzt nicht wieder hergestellt sein. Das wäre ja viel zu schnell. So, hier musste ich gar nicht raus. Ist ja hier unten, oder? Ja, hier ist auch keiner mehr, jetzt sind alle noch tot. Okay. Okay. So. Das ist mit dem Nebel halt echt schon immer hart. Madame. Wir sind ja eine Frau. Ich vergesse es immer wieder, dass wir in Endra eine Frau sind. In Skyrim weiß ich halt immer, wie mein Kopf aussieht. Na gut, das Skyrim kann ich nicht vergessen. Ich habe über 500 Folgen in diesem Spiel gespielt. 600 fast. Ich weiß immer noch nicht, bis wann Endra geht. Ich hätte, glaube ich, irgendwann mal so eine Prognose gemacht, dass es irgendwie bis Folge 800 oder so gehen würde. Endra etwa. Es könnte immer noch eine gute Prognose sein. Es kommt, glaube ich, auf einen guten realistischen Wert. Hm.
Es ist zwar riesig, aber es ist ja jetzt nicht so, dass es, ne? Wie jetzt Skyrim mit den ganzen Mods. Es ist ja hier nur eine im Endeffekt. Und in Skyrim kommen ja immer wieder auch neue dazu, wo ja immer wieder noch was passiert. Ist ähnlich, ne? Ich habe ja eigentlich meine Roadmap quasi, wann ich welche Mod in dem Let's Play installieren will beim normalen Skyrim, aber es wird jetzt alles hier durch aufgeschoben. Es soll ja immer so folgenweise schieben, aber. Bevor ich das mache, gehe ich auf den Marktplatz. Aber das ist ja jetzt gar nicht mehr möglich, weil halt das Let's Play dazwischen kommt. Das heißt, ich werde das irgendwann. Es wird nach dem Projekt in einem viel schnelleren Maßstab, ne, viel engeren Zeitraum wahrscheinlich mehr Mods geben oder das Let's Play wird aber länger. Ich weiß es nicht. Ich muss einfach gucken. Ich gucke einfach mal. Es wird auf jeden Fall direkt nach Enderal wieder neue Mods geben. Das ist wahrscheinlich eine Folge, damit ich so wieder reinkomme. Und dann, oh, schade. Ja. Und dann. Was wollte ich nochmal sagen? Ach ja, genau, eine Folge so, um reinzukommen und dann Mods hinzufügen. Ich habe so viele in petto. Und es kommen ja auch immer wieder neue dazu, ne? Ich habe jetzt seit einem halben Jahr oder so keine neuen Mods mehr nachgeguckt. So, Bücher. Warte mal, die Zauberbücher kann ich mitnehmen, weil die lese ich oder verkaufe ich. Und der Schlächter von Ark, den habe ich dementsprechend auch schon gelesen. So, Bücher. Das heißt, die drei kann ich verkaufen. Okay. Totenhauch, was ist das? Magierlicht, Alter, ja, das ist so gut, wenn ich sowas hab, ne? Totenhauch, ein Sog aus dunkler Magie, der 9 Punkte Entropie-Schaden verursacht. Okay. Ja, nee, ist halt nicht so sinnvoll, ne? Ich weiß es nicht. Nee, kommt mir jetzt noch nicht so sinnvoll vor. Ich glaube auch erst, dass es im späteren Verlauf, wo ich dann die ganzen Magiedinger kombinieren muss, wo ich dann noch mehr Ambrosia habe, wo es dann sinnvoll ist. Klar. Alter, epische Musik. Und man dann halt mit normalen Rüstungsteilen halt nicht mehr zurecht. Ich glaube, das ist ja so wie im normalen Skyrim bei uns jetzt auf Legendär. Wir haben das beste Schwert, die beste Rüstung, das beste alles. Aber es ist halt trotzdem nicht stark genug. Und wir müssen mit den Zaubern alles kombinieren, dann machst du irgendwie Rüstung zu 100%, dann hast du so ein, wo du stärker bist, Ding für eine Zeit, machst dich unsichtbar, Drachenschreie. Kennt man. Man kennt es. Kennt das ewige Problem. Frage ist, wie weit ist das weg? So, hier, Seeheim. Ja, das ist schon nicht nah. Ach ja. Ich muss immer noch, das ist die einzige Mod, die ich vielleicht wirklich installieren will, die Schnellreise über die Karte. Das finde ich halt echt schön, wenn man das hat. Nicht wie hier, wirklich immer warten muss, bis man so ein Schild findet. Im Vergleich ist es Brot. So, Tomate. Reicht das schon?
Nee. Die Orange esse ich auch noch. So. Ist auch gut so im Dunkeln, ne? Also es beruhigt ungemein. Ob ich einfach auf die andere Seite gehen soll? Ist das denn auf der anderen Seite? Es ist eh auf der anderen Seite der des Ganzen. Kann ich eigentlich auch einmal hier durchschwimmen und dann auf die andere Seite gehen. Uiuiui, da ist wieder so ein Baum, so ein markanter irgendwie. Ja, besser als ein vakanter Baum. Ha. Oh Gott. Riesenschlammkrabben. Und weil hier in Enderal alles, was auch identisch ist, anders heißt, das Königskrabben. So. Haben die irgendwas Wertvolles? Nein. Obwohl, ja, doch. Krabbenpanzer. Zutaten gehen halt immer. So. Ja, und von wem ist das Pferd, wenn es hier rumsteht? Komisch. Ein Pferd. Ja, sehr lustig. Oh. Eine Eispranke. So, aber hier ist eh ein Tor. Was machst du hier? Ist so blöd, das Tor zu öffnen, oder? Was? Ich höre, dass da ein Gegner ist, aber ich sehe ihn nicht. Da bist du. Verlorener. Ja, du wirst gleich verlieren. Du dämlicher Draugr. Nicht schlecht. Knochenmehl. Macht. Dinger. Grabsteine, auf denen man nichts lesen kann. Okay. Gräber, okay, alles gut. Der Friedhof. Okay. Erwachter Verlorener. So. Meine Güte. Mana-Pilz, also das ist nur Mana-Rack. So, esse ich erstmal die beiden Kürbisse. Ist das der Plural überhaupt? Ja doch, das gibt mir volle Mana, volle Gesundheitsreck. Ja. Eieiei. Sieht zivilisiert aus, als ich dachte, hier. Auch wenn ich, glaube ich, gerade schon Schritte gehört habe. Und die Musik ist mega gut. Die erinnert mich an hier. Drei Fragezeichen Folge 100. Den dritten Teil. Oder allgemein in Folge 100. Mit Makatao und so. Falls das irgendjemand von euch kennt. Mega die gute Musik. Dieses. Was man so manchmal im Hintergrund hört. Nicht die Schritte. Das, was zur Musik gehört. Wie gut ist eigentlich mein Skill? Kam ich denn noch mal auf meine Person? Ich vergesse es immer wieder. Ha. Im
Schleichen 16. Na gut, das mache ich natürlich auch nicht so viel. Na gut. Okay. Gut. Wieso nutze ich die eigentlich nicht, diese Erinnerungspunkte? Wenn ich nicht weiß, wie ich in diese Talentbäume reinkomme. Nee. OP. Taxia. Seltsames Fieber. Ich muss mal gucken, wie ich diese Erinnerungspunkte irgendwo einsetze. Nochmal, wie das nochmal war. Ist gerade echt nicht im Kopf. Aber die Musik ist so gut. Und in den Kampf. Oh. So, und auf einen konzentrieren. Es ist nämlich eigentlich immer ziemlich gefährlich, sich auf zwei Leute gleichzeitig zu konzentrieren. So, Käsestück, Käserad, Kohl, Helmut. Ja, ich bin halt echt im Schleichen nicht so gut. Gut, das hat nicht so geklappt. Ah. Ich muss, glaube ich, mehr auf Fallen achten, wenn schon eine hier war. Folgt die zweite auch sogleich. Oh mein Gott. Also, oh, ich dachte schon jetzt irgendwas Schwierigeres. Aber es sind viele Gegner, das ist eher das Problem. Oh. Habe ich irgendwas, was ich mit Magie gerade nutzen kann? Metallismus, Leben entdecken. Magielicht, Götterschild, dein Rüstungswert. Panik. Ich würde irgendwas gerne beschwören. Ja, Geisterschwarzbär, das wäre vielleicht nicht schlecht. Lebensabsorption. Meditation. Das ist das mit dem Lernen. Ach so. Beschwören, hallo. Wo das denn? Oh. Oh nee. Oh nee. Das kann doch nicht sein. Dass ich jetzt auch noch meinem eigenen Ding im Weg stand. Ich könnte den Bogen nehmen, natürlich. Jagdlangbogen. Was macht mehr Schaden? Gar keiner. Nicht schlecht, was ich hier gemacht habe. Nicht schlecht. Da ist die Platte. Ah ja. Verbrauchsgegenstände. Ich muss mich ein bisschen heilen.
Solange ich nämlich nicht im Kampf bin. Aber ich höre hier halt überall Schritte. Naja, ich mache jetzt mal einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Mach's gut und ciao.